Hallo Freunde, herzlich willkommen wieder zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Ja, wir sind drauf und dran, hoffentlich endlich durch die Mithril-Minen durchzukommen. Als erstes müssen wir in den nächstgrößeren Abschnitt, wo wir eigentlich unsere Freunde treffen müssen, weil die sind oben lang gelaufen. Und ja, eigentlich kommen sie da gar nicht weiter. Ist ja jetzt egal. Hier gibt es wieder ein etwas größeres Gebiet und ich habe so die Befürchtung, wir kommen gleich zu einem Bossfight, weil hier haben wir einen großen Mithril-Brocken liegen. Und irgendwo da hinten geht es wahrscheinlich raus. Naja, man sieht es auf jeden Fall, ne? Eine riesengroße Hülle. Und naja. Warum sollte denn auch sonst ein Schlafplatz in der Nähe gewesen sein? Was so? Ich habe keine Analyse. Fällt sowas unter Naturgewalten? Eine, die wir geweckt haben. Zeit für eine gute Nachtgeschichte vom alten Papa Barrett! Schwachpunkt entdeckt! Oder? Da, also aus dem Weg! So, wir machen mal einen Schockschuss. Achtung, jetzt knallt's! Ich seh dich! Und rauf! Die Chance muss genutzt werden! Sehr schön. Das geht ja flott. Wird nicht lange dauern. Erbärmlich. Schluss jetzt. Los. Angriff. Luft ist jetzt. In zwei. Schade. Gib mir Kraft. Erwischt. Er scheint seine Kräfte zu sammeln. Bereithalten. Ich bitte dich. Erhöre mich. Bereit. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Nicht so nah. Unten bleiben. Hey, der dürfte doch gar keine Technik jetzt machen. Oh, zweites Auge dazu. Ha! Junge, Junge, ganz schöner Brocken! Wenn wir den einsacken und mit nach Hause nehmen, sind wir Mithril-Milliardäre! Das ist eine harte Nuss. Sehr schön, der Schock noch.
beenden wir es. Überlass mir den Rest. Die Strafezeit für den Tod. Dann mal los! Jawohl! Zerbrösel zu Staub! Verzieh, Dreckstück! Sicherheitshalber Heiltrank. Sicher ist sicher. Na? Ja. Das habe ich mir extra für dich aufgemacht. Ist das nicht bei dir zusammen? Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Am Ball bleiben. Wärst du so gut? Das war Bombe! Pack mal mit an! Verstanden! Mir nach! Ein Barrett-Spezial! Jetzt immer rauf da! Sprich dein letztes Gebiet. Naja. War jetzt doch nicht so schwer, der Gegner, muss ich mal sagen. Eine Treppe aus Mithril, hm? Welch eine Ehre. Gibt's dann was zum Einsammeln? Ah, hier lang. Der sagt schon, eine Treppe aus Mithril. Ja, und es gibt noch nicht mal Mithril, wenn ich das Zeug abschieße. Ist dann irgendwie auch mal ein Arsch. Aber hey, so müssten wir jetzt zu unseren Freunden kommen. Allein? Ah, Mithrina, super. Oh, eine Mogri-Medaille. Sehr schön. Treffung mit unseren Freunden. Geht's dann da weiter? Nee, ne? Jo! Na endlich. Das Mithril hat so geblendet, dass der Weg kaum zu sehen war. Nicht? Der Boden kann jederzeit nachgeben. Wir sollten schleunigst verschwinden. Ja. Aber Shinra weiß, dass wir hier sind. Womöglich lauern sie uns auf. Und? Ich würde es an ihrer Stelle ja tun. Trotzdem, es gibt keinen Weg zurück. Nicht nach dem, was wir in Midgar gesehen haben. Es ist unsere verdammte Pflicht, den Planeten zu beschützen.
Wenn Shinra uns in die Quere kommt, wird halt gekämpft. Lasst uns den Schwarzkutten folgen. Vielleicht führen sie uns ja zu Sephiroth. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, Gruppe. Na gut, wir hatten ja eh keine neuen Gegenstände. Hier, wo ich kam, ja doch, ne? Kam ich hoch und dann waren gleich die Turks da. Ja, stimmt. Hier die Turks, dann sind wir runtergefallen. Aber interessant, dass unsere Leute quasi nicht weiter runtergefallen sind, dass die halt da drüben gelandet sind. Good to know, good to know. Warum gibt es die Nische, wenn es hier nichts zu holen gibt? Das ist ein Quatsch. Oga. Ich erlache! Was? Hey! 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 Komm. Aufgepasst! Ist jetzt Schluss! Na ja! Phoenix! Genau so! Phoenix! Aufgepasst! Ja! Genau so! Ja! Genau so! Keine Chance! Geschafft! Geht ganz schön weit, ne? Fällt noch irgendwas runter. Tschüss. Und das hat geklappt. Endlich wieder frische Luft. Oh, das sind ja die Schwarzkutten. Hey, zeig mal. Alle schön aufgereiht. So ein bisschen merkwürdig, oder? Und Shinra? Keine Spur. Niemand verdient. Wie, erst jetzt geht er weiter? Ob das da ihr Ziel ist? Shinras Festungsstadt, Junon. Los. Beginn einer neuen Ära. Okay.
Okay. Kampfsimulation. Jetzt gucken wir mal. Oha. Da haben wir ja ordentlich wieder was an Türmen. Oh ja, stimmt. Warte, das war auch die ganz große Version. Ja, in der alten Region haben wir alles erledigt. Komme ich denn gleich hier rüber? Ja, da drüben ist der Turm. Woher ist dieser riesige Vogel gerade gekommen? Man erzählt sich von einem Kondor, der einen alten Inselreaktor zu seinem Nest gemacht haben soll. Ob das stimmt, kann ich allerdings nicht sagen. Und wie man die Insel erreicht, weiß ich leider auch nicht. Geschieht diesen Schimmelhasetten jedenfalls recht. Den armen Mann aber nicht. Nur wenn wir ihn nicht erreichen können. Ja. Lasst uns erstmal nach Junon gehen. Ach, ich darf hier noch keinen rufen. In den verschiedenen Regionen der Welt haben sich unterschiedliche Chocobos angesiedelt. Wenn du Chocobo-Fußspuren entdeckst, sind die Laufvögel nicht weit und können eingefangen werden. Chocobos haben sich an ihren Heimatregionen angepasst und einzigartige Fertigkeiten entwickelt. Mit ihrer Hilfe bist du in der Lage, die einzelnen Regionen bis zum letzten Zentimeter zu erkunden. Das Rufen eines Chocobos in der jeweiligen Region kann an Bedingungen geknüpft sein. Na super. Heute meinst du, sich mal ein bisschen leichter machen und dann so. Turmali. Ich glaube, ich hatte gerade einen Gnade des Planeten, ne? Moment, das klang wie ein Chocobo. Aha! Will ich das schon aufstellen? Wieder eine Goldfeder. Ja, eine Schokofarm. Ist doch, wenn ich jetzt da lang gucke, wo ist denn da der Turm? Naja, gut, ging auch schon hin. Oh, das ist doch eine Schokofarm. Wem die wohl gehört? Ist doch egal, wem die gehört. Also hier gibt's eine. Ich Chatley. Willkommen auf Junons Chocobo Farm. Stell dir vor, Cloud. Die Chocobos bekommen hier spezielles Futter. Es werden Algen und zermalmte Fischgräten untergemischt. Etwas anderes hätte ich in Junon auch nicht erwartet. Das heißt, die können schwimmen? P-Einspeisung. Einsparung. Gewitter und Luft. Oh ja, Blitz und Aero. Wir haben aus der Region keine Punkte. Das ist fies. Falls ich dir mit irgendwas behilflich sein kann, lass es mich einfach wissen. Das gibt's denn hier Feines. Das haben wir doch noch nicht. Wir haben noch keinen Barbaren. Reif, Armreif und kein Elfa-Dunkreif, okay. Abwehr, Glücksboom. Luft nehme ich einmal mit.
in. Ah, oh, noch keine Waffenpunkte. Mann, Mann, Mann. Oh. Da drüben ist der Turm, okay. Ihr seid neu hier, oder? Kommt ihr etwa von den Sümpfen? Genau. Wir haben uns Chocobos von Bills Farm ausgeliehen. Ah, Himmel, Arsch und Zwirn. Ich habe ihm schon so oft gesagt, seine dummen Schilder abzunehmen. Auch auf Chocobos sind die Sümpfe zu gefährlich. Ich heiße übrigens Gabe. Das hier ist meine Farm. Und ihr braucht gar nicht erst fragen. Meine Chocobos verleihe ich nicht. Nö, nö. Das Transportgeschäft wird von Shinra stark reguliert. Bisher habe ich mich trotzdem irgendwie über Wasser halten können. Aber mein Wagen hat vor kurzem den Geist aufgegeben. Und weil ich mir die Teile für die Reparatur nicht leisten kann, ist mein Geschäft so gut wie tot. Das Ganze deprimiert sogar meine armen Chocobos. Sollen wir ihnen bei der Reparatur helfen? Das ist nett, aber ohne Ersatzteile? Es reicht also, wenn wir die besorgen können? Tja schon, aber guckt euch doch mal an, wie der Wagen aussieht. Ich weiß ja nicht. Ach, und ich habe leider nichts, womit ich euch bezahlen könnte. Interessieren dich meine Chocobos? Ich habe mehrmals versucht, sie in die Wildnis zu entlassen, aber sie kommen immer wieder zurück. Weil es hier immer Futter gibt. Das hab ich jetzt davon. Da eröffnet man ein Geschäft und dann ist der eigene Kopf der Erste, der rollt, wenn's bergab geht. Aber sagen Sie doch sowas nicht. Es ist nicht Ihre Schuld. Komm schon, Cloud. Die Chocobos brauchen uns. Wir müssen ihnen helfen. Bitte. Na klar. Juhu! Gut, wenn ihr drauf besteht. Ich warne euch gleich. Die Ersatzteile, die wir brauchen, sind in dieser Gegend schwer zu finden. Und wo können wir sie finden? Bei einem Händler, der in einer Hütte auf dem Berggipfel lebt. Zu Fuß kommt man da nicht hin. Nur eine bestimmte Chocobo-Dame schafft den Aufstieg. Okay. Belle heißt sie. Das letzte Mal habe ich sie dort drüben gesehen. Wird aber nicht leicht, sie zu fangen. Gehen wir es an. Das kriege ich hin. Kann ich da bei dir eigentlich kaufen? Hallo! Unser Sortiment lässt keine Wünsche offen. Ich nehme die Rüstung hier. Magisches Pulver, reife Eiche, Majoran habe ich 40 Stück. Ob Gabe sich wohl nochmal aufrappeln kann? Vielleicht. Vielleicht doch nicht. So, dann Synthese. Mal gucken, was gibt's denn? Ja, Gnade des Planeten haben wir schon mal einen, ne? Aber wir brauchen noch mehr. Robusten Armreif brauche ich nochmal. Die Quetzerkottel-Kralle. Moment, was war da rot? Hier? Es bringt mir keine Punkte, wenn ich den Zeug herstelle. Schon ein bisschen schade, dass er uns nicht bezahlen kann. Nicht will. Dem Kerl geht's besser, als er den Anschein erwecken will. Der hat's faustdick hinter den Ohren. Meinst du etwa, er wollte uns hinters Licht führen? Damit wir die Arbeit für ihn erledigen? Vermutlich. Egal. Ich mach's trotzdem. Für die Chocobos.
In der Gegend halten sich Chocobos auf. Okay. Ah, da ist er. Auch eine putzige Idee, ne? Den da. Schwein gehabt. So, wo kann ich denn drücken? Echt jetzt? Sieht mich doch. Gucken wir, ob ich doch was dran vorbeikomme. Okay, natürlich. Das war klar. Vom letzten Kontrollpunkt zum Glück. Okay, ihn direkt treffen bringt auch nichts. Muss wahrscheinlich irgendwie hier außen rum. So, weil ich an denen vorbei bin, schlafen die. Gut, gut, gut.
Okay. Wie komme ich da jetzt weiter? Welcher denn? Oh. Welcher? Wo denn? Echt jetzt? So, ich müsste den Scheiß treffen, wirklich. Oh nee. Ja. Gut so. Berg-Chocobos können mit ihren starken Beinen äußerst steile Hänge erklimmen und hinuntersteigen. In Steilwänden, auf denen Zeichnungen von Berg-Chocobos zu sehen sind, erscheint das Symbol nun des kletternden Chocobos, welches anzeigt, dass das Tier diesen Höhenunterschied überwinden kann. Versuche dich also ruhig am Aufstieg. Mach ich später, aber nicht jetzt. Vor allem jetzt haben sie alle so einen. Macht halt gar keinen Sinn. Wir gehen aber erstmal zu Monsieur. Wo ist er denn?
Ach, egal. Ja gut, ich gehe gleich zum Turm. Wo ist er denn? Da ist er. Das muss also sein. Nur kein Überm... Eis und Aero, okay. Das war's! Was, hier kommt Barret! Übernimm mal! Bin ich jetzt drin? Hoppla! Nein, nur die Donnerwurzel. Du schaffst das schon. Zieh dich zurück. Weiter geht's. Wo kann ich denn aktivieren? Na, hier drüben. Nicht doch wieder das. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe in der Nähe eine Protosubstanz geortet. Könnt ihr euch das mal ansehen? Ja. Bin ja gespannt, ob ihr Erfolg habt. Ja, hab ich. Ich hab ihn mitgebracht. Hier. Hier ist er. Steigt aber mal wieder ab. Gut. So, da müssen wir hin. Was haben wir denn hier? Auf dem Weg zur Hütte. Die Erstbarkunde möchte ich machen und genau das nächste Stückchen. Auf Nummer sich. So der kleine Dinos. Was? Das war's. Aufmachen. Danke. Da kann er nicht hochspringen, na super. Oh.
war ja hier. Schon cool irgendwie. Oh, erstmal die Esperkunde. Senkrecht nach unten. Oh, Phönix, okay. Komm, geh weg hier. Ich hasse es, ganz ehrlich, ich hasse es. Die Analyse des Kristalls war erfolgreich. Ich konnte alle notwendigen Informationen aus ihm ziehen. Damit kann ich die Beschwörermaterie der Esper verstärken. Hier hoch. Ah, das habt ihr ja nicht, na toll. Ein neuer Regionsbericht. Okay. Hütte des Vagabunden. Was kann ich denn hier machen? Psst.
Was wollt ihr? Wir möchten den Karren von Gabe reparieren. Ah, ja. Auf der Suche nach Ersatzteilen, was? Kommt morgen oder übermorgen wieder. Ihr seht doch, dass ich gerade viel zu müde für sowas bin. Meinst du, mit einer Ohrfeige kriegen wir ihn wach? Wir machen erstmal sanft. Hallo? Aufwachen! Können Sie mich denn nicht hören? Welch liebliche Stimme. Kommt einem Schlafzauber gleich. Na schön, wenn euch so viel dran liegt. Aber dann müsst ihr mir alle Teile von der Liste bringen. Und jetzt? Was für eine Frage. Stöbere mit der Karte des Vagabunden und dem Großen eines Schokobos die Ersatzteile auf, die überall in Junon vergraben sind. Du kannst die Karte vorholen und mit L1 vergrößern. Dann gucken wir mal. Das eine ist in der Nähe. Das ist ja alles Richtung Junon und so weiter. Aber Freunde, ich würde mal sagen, wir machen das. Achso, ja, genau. Alles in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Final Fantasy VII Rebirth hier auf meinem Kanal. Dann gehen wir auf die Suche nach den ganzen Ersatzteilen. Und ich gehe stark davon aus, dass wir fündig werden. Und daher sage ich noch ciao, ciao, schalte wieder ein und bis dahin.